Bla 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 bla. Ich habe. Vor allem habe ich jetzt gerade meine Rede über Pokémon Schwarz und Weiß gehalten und habe dabei überhaupt nicht auf den Kampf selbst geachtet. Aber anscheinend muss ich das auch gar nicht. Weil ich komme schon so zurecht. Danke, dass du extra von weit her gekommen bist. Ja, immerhin, ne? Ist ein harter Weg da hoch. Ist, wir sind über den Wolken. Sarah. Sarah, was für ein geläufiger Name auf einmal. Der vorherige hieß Mason. Obwohl, es gibt ja Mason. Ich kenne ja auch Mason aus Pokémon. Pokémon Trading Card Game. Dr. Mason. Der Typ ist ein Doktor, der gibt ein Pokémon-Card. Und bringt einem das Spielen bei vom Pokémon-Card. Ist auf jeden Fall ein geiles Gameboy-Spiel. Let's play it. Demnächst bei mir. Demnächst, naja, vielleicht in ferner Zukunft, demnächst. Ja, okay, das könnte jetzt etwas heikel werden. Ich mach mal Geheimpower auf Kramurks und Psychokinese auf Traunfugil. Psyana stehe ich jetzt nicht so gut vor Kramurks, da ist das Problem. Wobei, das war neutral, was ist der vom Typ überhaupt? Ah ja, Psycho ist ja gar nicht. Psycho ist neutral auf Geist. Ich komme damit nicht klar. Was denn jetzt gerade passiert? Ey! Nein, nicht Leitteiler einsetzen. Uha. Krass, jetzt hat er Schaden. Ne, jetzt habe ich Schaden, er nicht. Wie unverschämt. Nein. Das gibt's doch nicht. Oh, Kamurks hält dafür kaum was aus. Dann mache ich das gleiche einfach nochmal. Warte, dann bin ich auch so blöd, dann mache ich halt Spukball. Das ist sehr effektiv. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ich bin immer mit dem Glauben aufgewachsen, dass Psycho auf Geist sehr effektiv ist. Ist es aber nicht. Bei Nebulak und Gengar und Apollo war es zum Beispiel halt nur so, weil die Gift-Pokémon sind. Als zweiten Typen. Und das kann ich mir einfach, wenn ich einmal irgendwas so gemerkt habe, fällt es mir schwer, mir es irgendwie umzugewöhnen. Das habe ich sogar auch bis vor kurzem gedacht. Also der mit seinem Geist und Unlicht, glaubt, haut auf jeden Fall schon mehr rein als der vorherige. Oh geil, Level 50, endlich. Jetzt sind alle auf 50, das ist doch geil. Halb voll gelevelt. Nicht, dass ich auf 100 jeweils bringe, aber. Oh, da haben wir das Zorbiris. Das Pokémon ohne Schwächen, aber darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Ja, wie gehe ich denn da vor? Finte wäre neutral, glaube ich. Ich mache trotzdem mal erstmal einen Spukball auf Banette. Toilette. Komm auf Nachtara, auf Nachtara, auf Nachtara, auf Nachtara, auf Nachtara. Oh, fick dich. Ah. Naja. Gut, drei Schläge, dann ist er weg. Jetzt noch zwei. Der kann auch Finte. Oh ne, dann ist doch nicht. Ah, da hält er noch ganz knapp durch hier. Mein lieber Freund, ja, da hat jemand wohl wirklich mehr auf dem Kasten als die vorherigen Trainer. Komm, Spukball, töte es noch, bevor es dich tötet. Nein, oh, Banette hält es aus. Schade, ich denke jetzt, wenn die richtig die Scheiße aus Psyana raushauen. Wäre auch irgendwie blöd, wenn nicht. Okay, da geht's drauf. Schon okay. Nach dem Kampf ist ja immer noch gut, dass sie wieder geheilt sind dann, ne? Wäre auch immer blöd, wenn ich immer zurück zum Pokémon Center rennen müsste da, oder? Beziehungsweise eigentlich sogar ganz zurück, weil es gar kein Pokémon Center gibt, außer am Anfang. Das heißt, ich müsste mich immer wegwarpen. Die Welt hält da, denke ich mal, schon mehr aus. Ja, einmal Finte hier. Einmal Knirscher da. Und schon erledigt. Okay, schade, dass Psyana das nicht mehr erledigt hat. Ich meine, die waren ja beide auch low life. Aber jetzt, bevor sie auch irgendwas machen können, gehen beide drauf. Nur eine Runde später. Und, ja, grinst noch richtig frech vor seinem Tod. Was soll denn das? Harte Trainerin hat ein Pokémon von mir besiegt. Das meine ich jetzt nicht ironisch. Das war anstrengend. Oh, mein Kreuz. Guckt euch mal an, wie sehr sie ihren Rücken erhält. Harte Kämpfe gehen mir immer ins Kreuz. Oh, das habe ich sogar gesagt. Ich bin der fetteste Hellseher. War schon hier. Es ist ja wunderbar.
schöne Aussprache. Nein, ich bin natürlich kein fetter Hellseher. Ich bin nicht fett. Nein. Natürlich habe ich auch nichts gegen Fette. Ich meine, meine liebsten Comedians sind alle fett. Kevin James, Jack Black, Kyle Gass. Wer gibt's denn da noch? Da gibt's noch Tausende. Aber mir fällt jetzt gerade leider keiner mehr ein. Finte? Ja, Finte auf Girafarik. Psychokinese auf den anderen. Ich glaube, Girafarik ist ja vom Typ normal und Psycho. Und deswegen sind hier, wie heißen die Dinger? Geistattacken auch wirkungslos auf den. Macht er seine Spezialverteidigung hoch. Mann, wieso fallen mir keine... Ja gut, fett ist jetzt auch wirklich ein mieses Wort. Ich sag mal... breitere... Leute... Comedians oder Schauspieler oder so ein. Doch, Zach Galifianakis natürlich noch. Zach Galifianakis kennt viele von euch aus von Hangover. Alan. Auch ein super cooler Typ. Was gibt's denn noch? Es gibt noch mehr. Es gibt noch Tausende. Aber jetzt, wo es nicht natürlich hart auf hart kommt, fällt mir nichts mehr ein. Der Typ greift mit seinem Schwanz an. Schwanz, habe ich gesagt. Ja, habt ihr schon richtig gehört. Aber das ist auch das Ende von Girafarik. Wobei, wenn man so sieht, zwei meiner besten Freunde sind auch dicke Leute. Und ich finde niemanden so witzig wie die beiden. Also, so kann es aussehen. Das sind die lustigsten Typen, die ich kenne. Ich glaube, Körpergewicht macht die Persönlichkeit doch eher aus. Ich meine, das ist ja schon klar, aber im Comedy-Bereich habe ich das Gefühl, haben die irgendwie mehr drauf. Boah, zieht das wenig ab. Also, naja, kann ich mal drüber nachdenken. Ist natürlich jetzt nur so eine, naja, These, ich werde nichts sagen, also, ihr wisst, wie ich es meine, ne? Deswegen habe ich persönlich auch eigentlich, naja, was heißt hier deswegen, so oder so habe ich ja nichts gegen dickere Leute. Aber vielleicht hilft mir das sogar noch mehr, sie nicht nur zu tolerieren, sondern, naja, zu mögen. Also noch mehr zu mögen, noch lieber zu mögen. Das waren meine Weisheiten für heute. Aber noch bei weitem nicht, denn, naja, solche Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, muss ich etwa noch weiter erzählen, bis ich, ja, Duellberg Level 100 erreicht habe. So sieht's aus. Was für ein Wunder. Boah, hör auf, das immer zu sagen, du bist so total krank. Ich will die Pokémon austauschen, ich mag die beiden nicht mehr, nein, Spaß. Aber nach Tara setz ich mal weiter nach hinten. Und trainiere jetzt Libeldra weiter. Bla bla bla, ja. Und jetzt habe ich ein paar Techniken, die ich in der Prima-Arena gelernt habe. Oh, die gute alte Prima-Arena mit unfairen Primus, den wir ganz am Anfang des Spiels noch bekämpft haben. Oder ziemlich am Anfang, wenn man so. Ich habe Durst. Ich habe nichts zu trinken hier. Da steht eine Flasche Cola. Die erreiche ich von hier nicht, die ist zu weit weg. Das ist sehr tragisch. Ich trage ein Headset. Ehrlich gesagt sogar zwei. Eins zum Sprechen. Eins für die Boxen hier. Für eins, welches als Kopfhörer fungiert. Kann ich... Nee, bloß kein Erdbeben. Ich mach einfach mal Feuerodem auf Sneebel, so Schniebel. Ja, das ist einfach so, weil...
Das eine Headset ist zwar super gemütlich, hat aber so eine schlechte Soundqualität. Ist einfach nur tragisch. Und das andere hat eine bessere Soundqualität, aber ist sau ungemütlich und tut sehr an den Ohren weh, wenn man es trägt. Naja, obwohl ganz zufrieden bin ich damit auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich höre mich dadurch ein bisschen komisch an. Die S-Laute immer. Die S-Laute halt hört sich bei mir irgendwie komisch an, als würde ich lispeln oder so. Ich schwör's, es liegt an dem Headset, ja. So ist es. Was für ein Typ ist nochmal Sneevil? Ist der Unlicht gewesen? Ich glaube schon, ne? Eis-Unlicht, meine ich. Dann hat Psycho auf ihn keine Wirkung. Auf Girafarik wäre es uneffektiv. Spukball wirkungslos. Ich hau einfach mal Spukball hier drauf. Und Knirscher auf den anderen. Okay, Spezialverteidigung ist schon mal down. Das ist nicht sehr effektiv. Was soll ich machen? Also Unlicht habe ich echt ein Problem mit Psyana. Eissturm ist wirklich eine schwache Attacke. Senkt meine Initiative. Ui. Soll er doch. Ich glaube, gegen den war es sogar vierfach effektiv. Boden und Eis. Boden und Flug. Hat trotzdem kaum was gemacht. Oh, es schwebt kurz. Ist schneller geworden. Darf jetzt wohl möglichst noch zuerst angreifen, weil meine Initiative wurde gesenkt und seine doppelt erhöht. Da kommt natürlich ganz schön was zusammen. Ich mache jetzt einfach mal Rückkehr. Und nochmal einen Knirscher. Ja, und dann immer einen Ruckzuck geben. Bereiten sich für den letzten Angriff vor. Ich denke, wenn ich es richtig mache, gehen jetzt beide kaputt. Und da macht er seinen boss-liken Knirscher, der ihn zum Tode verurteilt. Und ja, ganz genau. Muntier! Cool. Hoffentlich tötet das. Ja, perfekt. Er rutscht zurück und er baumelt vor sich her. Und geht dabei kaputt. Und das ist das Letzte. Oh, der kriegt jetzt ganz schön was ab. Mal sehen, ob ich ihn schaffe, in einer Runde zu besiegen. Kratzer. Kratzer, was zur Hölle? Ja, mit Volltreffer sogar. Boah. Nein, aber mein Ernst, das ist doch eine richtig lappige Attacke. Da kriegt erstmal schön etwa die Hälfte ab. Plus Paralyse. Fantastisch. Genau deswegen mag ich voll oder so. Die paralysiert eigentlich sogar recht häufig. Im Schnitt. Also häufiger als zum Beispiel Donnerblitz oder so. Und 51. Der erste 51er im Team. Ja. Und Gegner ist halt kein Technik-Profi. Kann man nichts machen.